Hallo und herzlich willkommen zum Zusammenfassungsvideo des fünften Spieltages der Flossengenossenliga Todesturnier des Todes 2. Das muss natürlich ist das. Na gut, wie immer fangen wir mit den allgemeinen Statistiken und zwar Meistererfahrung Splinter Junior 21, Burton 20, Dr. Plattfuß 19, Turin Mjolnir 17, Quaheribwana 17, Exkrement 17, Nilo 16, Shift 16, Codex 16, Tracina 16. Und das war's. An Leuten, 10 Leute mit Level 3 inzwischen. Geht so langsam ab. Und keiner von uns dabei. Hier, 13, Finder Ferrell ist gut dabei. Aber, naja, am brutalsten ist natürlich ein Orc Shift gefolgt, beziehungsweise gleich auf mit dem Hulk und dem T-Rex. Ich gehe mal davon aus, T-Rex ist der Dings, hier, Knickknack, Kroxigor und Hulk ist ein Yeti. Glaube aber, Shift ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Könnte ein Schwarzaug sein. Na gut, gefolgt von Silikonpo, Juho, Nilo, Frocke Petri. Die ist echt brutal. Hm? Traban, Opolo und Splinter Junior. Die besten Fänger, Quaheribwana 6, Alti 3, Finn the Brute 3, Rapid Finn 3. Das heißt, wir haben auch 6, aber 3 davon gehen nur auf den Fänger und 3 auf einen Blitzer. Naja, Dr. Silikonbo auch vorne mit dabei. Mit 3 Fangungen, Fangisierung, Fang. Panzerpirat, Dr. Plattfuß, Petri, Dr. Buchstraffung, mein Lieblingsverschreiber der Welt. Und Splinter Junior. Serienmorde, immer noch Mili Melo mit der 2, Blutengel 1, lauter Einsen. Muss ich die ganzen Einsen vorlesen? Ich glaube nicht, oder? Wir gucken hier mal durch. Nochmal ein paar Einsen. Ich glaube, es sind mehr als beim letzten Mal. Bester Abfänger hat sich auch nichts geändert an diesem Spieltag. Der einzige Abfänger ist immer noch der Panzerpirat mit einer Abfangung. Da belegen wir immer in den dritten Platz mit Finn the Flinger, der hat auch 0 abgefangen, wie alle anderen. Die größten Kanten, Space, Sons of Anarchy, Dr. Dicker Lippe von auch Orks wieder. Schön weit vorne, die Orks und die Echsen. Und hier seht ihr, warum der T-Rex richtig böse ist, weil er 4 bei Brutal hat und 4 bei größte Kanten, der haut ordentlich drauf. Thor Wolfsmaul von Nackt unter Wölfen, Georg Patsterski, Finn the Feral, Hoop Hoop. Tauriel, Traban, Exhumiert und Mili Melo sind die Top 10 in dieser Kategorie. Die besten Werfer, Leto Vorbeck von den Husaren, 98 Meter. Dr. Plattfuß, 52. Finn der Flinger, 50. Kommt ran, wir rollen das Feld jetzt von hinten auf mit dem Passen. Conker Melon, auch 50. Gerd, 46. Blutengel, 30. Sigur Wolfsprung, 30. Sir Galahad, 30. Black Dragon, 24. Und Yari, 22. Und vor allem Finn der Flinger wird kommen. Wird sehr, sehr kommen, weil er ja jetzt auch den starken Wurfarm hat. Da werden die Pässe länger. Nimm dich in Acht, Wolle. Die Pässe gehören noch mir. Irgendwann ist genug Spiele zu tätigen. Leto Vorbeck ist der beste Rusher mit 220 Metern Yards. Puh, Stiefeln kann man nehmen, wenn man will. Turin Mjolnir, 218, ein Zwerg an zweiter Stelle vom Russian. Müsst ihr euch mal vorstellen. Gefolgt von einem Ork. Barbaric Bags sind Echsen. Burton ist ein Skinky, das ist okay. Gerhard von den Bauern, Finn the Flinger auch dabei, Blutengel von den Blutengels, finde ich mal wieder gut. Sigur Wolfsprung, Krombacher und der Panzerpirat auch wieder dabei. Und die besten Passwerfer, Leto Vorbeck mit 9, Finn the Flinger mit 8, er kommt ran, er kommt! Er kommt, Rügenwalder, Passfest, lebe hoch, okay. Dr. Plattfuß, Conker Malone, Yari, mal wieder ein Blutengel, aber ich glaube, es ist der gleiche Blutengel wie ihm. Es ist der gleiche Blutengel. Blutengel ohne Sonderzeichen. Sigur Wolfsprung, Panzerpirat, Sir Galahad und Black Dragon. Die besten Scorer, Burton und Prada von den Barbaric Bags. 10 Touchdowns auf den Barbaric Bags von 2 Spielern. Nicht verkehrt. Ich glaube, ich habe insgesamt noch nicht so viele Touchdowns wie jeder von diesen Skinkies. Splinter Junior, Turin Mjolnir, Quaheribwana, Exkrement, Gerhard, Dr. Plattfuß, Tracina und Dr. Silikonpo. Auch die Orks gut dabei hier. Plastische Chirurgie mit den Touchdowns, 6 Stück. Nicht verkehrt. Am meisten gespielte Partien. Oh, ist immer noch uninteressant, weil immer noch alle
Dabei sind die besten Sandsäcke, Rocket von den Marvel Nose Heroes mit 4, Blutengel, diesmal mit Accent aigu über dem U. Konkamelone, Gerd, Daredevil, Gucci, Tony Montasio, Finn am Ball, Dr. Augenringe und Finn Auswechselwurf. Ich finde das. Finde ich nicht gut. Meistererfahrung hatten wir schon. Und dann gehen wir direkt rüber in die Ergebnisse des letzten Spieltages, meine Lieben. Und es ist folgendermaßen ausgegangen. Die Brewery Brothers besiegen die Blutengel mit 2:0. Zwerge gegen Waldelfen, eins der ältesten Duelle der Welt. Die Exhibitionisten verpassen der AFI auch ein 2:0. Die Angels in Demon Buddies 1:0 gegen die Kanalpiraten. Sons of Anarchy 0:2 gegen die Barbaric Backs. Die Husaren unterliegen mit 2:3 den Lippischen Bauern. Final Fantasy 0:2 gegen die Flying Community Skulls von Murphy. Es ist einfach, nicht möglich für mich, gegen Murphy zu gewinnen, wenn der Dunkelelfen spielt und ich irgendwas. Irgendwann, Mr. Murp. Irgendwann, mein Freund. Die Anlagets. Plastische Chirurgie mit 2:1. The Warhammers 2:0 gegen die Marvel North Heroes. Palmy 0:2 gegen Nackt und Davelsen. Und die Cola-Ratten 2:1 gegen die Blechhelme. Daraus ergibt sich folgende Tabelle. Ganz vorne mit jeweils 5 Siegen, keine Unentschiedens, keine Niederlagen. Die beiden Echsen, die Exhibitionisten Wolfskin und Barbaric Blacks von Rutzor. Dicht gefolgt von Murphy mit 4:1:0. Da hätte ich gerne hier hinten was hinzugefügt oder wenigstens da, aber hat halt nicht sollen sein. Die Bretonen von Unlucky Knights und die Warhammers zusammen mit 3:1:1. Dann kommt eine Dreierriege. Cola-Ratten, Sons of Anarchy, Kanalpiraten 3:0:2. Plastische Chirurgie, Nackt unter Wölfen, Angels in Demons Buddies und Lippische Bauern mit 2:1:2 jeweils. Die Palmies mit 1:3:1 und mit 2:0:3 auf der zweiten Seite wieder die Final Fantasies. Gemeinsam mit den Brewery Brothers, auch mit 2:0:3, die mit 0:0:3 gestartet sind oder so. Kann das, 0:0:2 war es. Also, läuft. Dahinter nochmal die Husaren von Wolle 1:1:3, die Blechhelme 0:2:3, die AFI 0:1:4 und ganz schlimm geschlagen. Die Marvel North Heroes und die Blutengels mit 0:0:5. Haben wir Teamwertausreißer. 920 sind hier. 920 ist das niedrigste. Und in der Höhe gehen wir schon zu 1340. Das sind heftige Teamwerte, die da am Start sind. Und am nächsten Tag Sons of Anarchy gegen Brewery Brothers, Angels in Demon Buddies gegen die Husaren, AFI gegen Final Fantasies, oh, das bin ja ich, Blutengel gegen die Unlucky Knights, Exhibitionisten gegen die Warhammers, Kanalpiraten gegen Pymies, Barbaric Bags gegen Cola-Ratten, Löppische Bauern gegen Blechhelme, Flying Community Skulls gegen Nackt und Unterwölfen, Plastische Chirurgie gegen die Marvel North Heroes. Ja, was haben wir gesagt? AFI. Schauen wir da erstmal rein hier. Alternative fürs Imperium. Lügenpresse, jawohl. So, ein Chaoskrieger mit Block, ein Tiermensch mit einem zusätzlichen Arm, ein Tiermensch, der ausfällt. Und das war es. Also keine besonderes. Warte mal. 2, 4, 6, 8, 10. Das bedeutet zwei Linemen, sage ich schon. Loner werden dabei sein. Journeyman war das Wort, das ich gesucht habe. Nur einmal Block im Team, das ist sehr interessant. Und zwei Rerolls. Und ein Apotheker. Okay, dann gucken wir bei uns mal rein, weil wir haben auch noch Level-Ups zu verteilen. Und Geld haben wir auch ein bisschen. Achso, kann aber sein, dass genau so ein bisschen Geld fehlt. Kann das sein, eventuell? Werfer 90.000. Ja, stimmt, da war ja was. Fehlt uns genau 10.000 für einen neuen Spieler. Können wir natürlich auch beim nächsten Mal überlegen, ob wir erstmal lieber vielleicht doch den vierten Reroll mitnehmen. Aber eigentlich bin ich mit 3 erstmal zufrieden. Hätte ich lieber 3, 4, 6, 8, 10, 11. Wir kriegen auch einen Journeyman. Das ist ja frech. Das ist ja frech. Auf jeden Fall hat unser Fänger endlich mal ein Level-Up. Und steigt eine Stufe auf, der kleine Mann. Steige auf, du süße Maus, du.
Nichts Besonderes. Und das bedeutet, wir nehmen, wie es sich für einen Elfenfänger gehört. Wo ist es denn? Ausweichen. Damit der endlich mal ein bisschen ausweicht, der gute Mann. Also. So. Ach, schön. Endlich haben wir Ausweichen auf einem von unseren Fängern. Und Mr. Feldspielermann, du wirst auch keinen Pasch. Da nehme ich auch erstmal Blocken. Ich glaube, für die Linemänner finde ich Blocken interessanter. Obwohl natürlich Kick auch inzwischen ein sehr, sehr gefälliger Skill ist. Lass uns doch nochmal schauen hier. Wir haben schon... Ach, wisst ihr was? Wir sind Elfen, wir sind schnell genug. Wir nehmen erstmal noch einmal Block. Ich hätte gerne für die Line dreimal Block. Und dann können wir über einen Kicker nachdenken. So machen wir das. So. Alles straightforward bis hierher. Ich hoffe ja auf bald noch ein Level-Up für Finn the Flinger. Damit wir zu seinem starken Wurfarm noch zielsicher hinzufügen können. Und dann haben wir bei kurzen, langen und Bomben plus 2 zum Würfeln. Und dann können wir ziemlich weite Würfe machen auf die 2 plus. Das ist ganz schön geil, Leute. Ja, wir müssen so langsam mal ein bisschen gewinnen jetzt. Habe ich beschlossen. Das ist 14. Platz. Ich glaube, ich spinne. Soweit kommt es noch. Aber sind ja noch ein paar Spiele. 6 von 19. Also 5 sind erledigt. 14 Spiele kommen noch. Da ist noch alles drin. Wir wissen ja auch noch nicht, wie viele Leute zu den Playoffs zugelassen werden. Wir sind 20. Ich denke, die Top 8 wäre vielleicht in Ordnung. Obwohl, ne, warte. Kleines K.O.-System. Wäre Viertelfinale. Halbfinale, Finale. Müssen wir mal gucken. Entscheiden wir noch, ne? Ja gut, dann freue ich mich auf mein Spiel gegen die AFI an diesem Spieltag. Oh, ich sehe gerade, stimmt, die hat dann nur 920 Teamwert, die AFI. Da ist ein bisschen was an Petty Cash unterwegs. Naja, lassen wir uns überraschen. Ich würde sagen, ja, ich sage einfach, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Blood Bowl 2 und sage Tschüssli Müsli.